Moin, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part LS15 Back to East. Und zwar sind wir jetzt noch nicht dabei, die Qualaballen einzufahren, das machen wir dann gleich. Ich bin jetzt erstmal gerade dabei, hier ein bisschen wieder Ordnung zu schaffen. Damit alles mal wieder so ein bisschen dahin kommt, wo es hingehört. Ich bin jetzt gerade nochmal die gekaufte Ballenzange. Nochmal hin zum Kuhhof, damit wir da auch gleich die Silageballen vernünftig verstapeln können. Summer. Die müssen wir mal so ein bisschen hier vorne menschen, weil die brauchen wir dann eh gleich. So, dann geht's hier wieder zurück. Dann bringen wir eben schnell die Ballenpresse weg, weil die brauchen wir jetzt im Moment dann auch nicht mehr. Also ich werde die Ballenpresse logischerweise behalten, werde mit der aber nur in der Regel Gras machen. Vielleicht mal einen Silageballen, aber in der Regel nur Grasrundballen, ohne die zu wickeln. Weil wir brauchen das Gras hier exorbitant zum Verfüttern. Silage machen wir dann ja immer über das normale Fahrsilo. Aber so ein paar Silageballen als Rückhalt sozusagen, wenn wir halt immer da haben. Wir müssen hier noch mitten auf der Prärie stehen. Ruhezaun! Da steht noch der Zetter, der muss auch noch weg. An und für sich brauchen wir den nicht so häufig, weil wir gar kein Heu machen, aber wir lassen ihn trotzdem mit drauf, weil der mir echt gut gefällt. Das heißt, den bringen wir jetzt mal als erstes weg. Grasstreifen hin und liegen lassen wir erstmal der Natur, den nehmen wir beim nächsten Grasschnitt mit. Hier steht ja noch die Presse, die müssen wir auch gleich noch abholen. Da steht ja noch der John Deere, da sind noch die Mähwerke dran, die müssen auch zum Hof. Und dann steht ja noch der Anhänger mit den Verbrauchsmaterialien, die werden wir dann auch zum Hof fahren und werden die noch in die Halle packen. Also Verbrauchsmaterialien für die Presse. Und dann haben wir hinten wieder einigermaßen Ordnung und dann können wir uns in aller Ruhe weiter um die Ballen kümmern. Was dann daraus besteht, erstmal die Quaderballen einzufahren, in diese Halle zu stapeln und dann auch die anderen Ballen umzustapeln. Wir werden auch die Grasrundballen schon in die Halle stapeln, denke ich mal. Das gucke ich mir gleich noch alles an. Ich möchte das halt doch ganz gerne versuchen, dass wir sämtliche Ballen in die große Halle reinkriegen. Das eine möchte ich mal versuchen, aus einem Grund, weil ich könnte sein, dass es ein bisschen performance-schonend ist, weil man die nicht immer sieht. Weiß ich nicht. Könnte auch eine Fehlplanung sein, aber ich finde es auch besser, wenn die in der richtigen Halle stehen. Und nicht nur in dem Unterstand. Tests für den Mod-Contest oder Test der Mod-Contest-Mods haben wir auch die Tiere ein bisschen vernachlässigt, muss ich gestehen. Bevor da Peter oder Aufsichtsamt oder was weiß ich vorbeikommen, müssen wir dringend irgendwann nochmal um die Tiere kümmern bald. Aber ich möchte erstmal die anderen Arbeiten erledigt haben, weil das sonst ja, immer wieder nach hinten verschoben wird.
Und das muss nicht sein. Ja, rückwärts fahren ist mein Achillesknie. Quasi. So, mir fällt gerade an, dass auch der Schwader hier kann. Dann haben wir noch wieder einen Platz drüben frei für den anderen Gruppe. Weil der Jabba hatte ja beim letzten Mal in den Videos tatsächlich gesagt, dass der Gruppe an sich natürlich ein bisschen klein ist. Deswegen haben wir uns da jetzt wirklich die großen zwei nochmal zugelegt. Und der steht nämlich da hinten noch so ein bisschen unter freiem Himmel und den können wir dann auch nochmal mit hier reinstellen gleich, wenn wir den Schwader nämlich hier vorne noch mit reinstellen, wo eigentlich die ganze Grasgeschichte ist. Weil das an sich auch Quatsch ist, in diesem Spielstand Gruber und so ein doppelter Ausflug zu haben, fällt mir gerade ein, weil das bleibt der Singleplayer-Spielstand. Weil wir hier nämlich auch, wie ihr nachher sehen werdet, den anderen Ballenwagen benutzen, aber trotzdem, wir lassen es erstmal so, dass wir den eventuell auch mal als Multiplayer wieder weiter nutzen. Weil ich das jetzt im Moment ein bisschen getrennt habe, vorher habe ich den gleichen Spielstand eigentlich immer benutzt. Aber das hier ist auch so ein bisschen der Spielstand, um ein bisschen Mods zu testen und so, die will ich nicht mal bei uns Server hauen. Naja, gucken wir einfach mal. So. Wir gehen noch hier mit rein, hier. Neben der Glaspresse schon, wir hatten ja vorher noch eine New Holland Presse für Grasballen. Die haben wir verkauft, klar, weil wir Gras dann nur noch in Rundballen machen. So, jetzt donnern wir los und holen die Presse. Jetzt ziehen wir es noch, genau, der Diesel ist noch genug drin. Alter, was geht hier? Jetzt knallen wir eben erstmal die Presse zum Hof. Dann bringen wir die Verbrauchsmaterial-Dings zum Hof. Dann bringen wir den John Deere noch zum Hof. Stapeln das ein bisschen anständig weg und dann kümmern wir uns um Ballen. Dann machen wir Ballen schubsen. Quasi.
So, jetzt weiß ich gar nicht, muss ich mich irgendwie wieder zusammenklappen. Ne? Pickup ist, glaube ich, oben. Ja, ist oben. Das Tuch hinten muss noch angeklappt werden. So, X. So, und dann können wir loslegen. Was ich jetzt muss. Jetzt kriegt meine Maus nicht mehr. Sehr merkwürdig. Aber sich die Maus eben irgendwo verhakt. Disabled irgendwas vom Drive Control, Ground Response, was immer das ist, keine Ahnung. Ja, ansonsten sieht alles sehr fehlerfrei aus, das ist in Ordnung, da sagt er nichts. Dann kann's weitergehen. Ich weiß nicht, was die Leute immer schreien, hier Presse zu schwer, Presse zu schwer. Also, ihr seht es, ich fahre hier mit dem relativ kleinen Deutz hier mit 45 Stundenkilometer ziehe ich die Presse. Ich weiß nicht, wie schnell die Leute damit fahren wollen. Was vielleicht manche noch nicht so ganz begriffen haben, dass sie beim Fahren, also beim Pressen manchmal auf 5 bis 7 Stundenkilometer runtergeht. Das macht die ganz automatisch, weil die nämlich schlauerweise von sich aus berechnen, wie das ist mit Hauptpresskammer und Vorpresskammer. Und das ist eben der Sinn, dass man nahtlos weiterfahren kann. Und deswegen fährt sie beim Pressen auch langsamer, ganz automatisch. Aber das ist gewollt, geplant und gut so. Das hat nichts damit zu tun, dass die Presse zu schwer sei oder so. Das ist nur mal so am Rande für alle, die sich wundern, warum die Presse halt beim Pressen teilweise so langsam fährt. Das ist einfach, um das Verhältnis Hauptpresskammer, Vorpresskammer zu steuern. Oha! Ein bisschen spät entschieden, hier abzubiegen. Ich habe nicht mein Frontgewicht dran, also. Ich für mich kann nicht verstehen, dass die zu schwer wäre oder irgendwas. Gut, eine Vollbremsung ist halt nicht drin, muss man ein bisschen vorsichtiger fahren. Das sagt der Richtige, ich weiß. So, dann machen wir mal vorsichtshalber einen Speicherpunkt zwischendrin. Weiß nicht, ich speichere immer gerne mal so zwischendurch. So, nehmen wir die Verbrauchsmaterialien.
so fixiert sein müsste das eigentlich noch, ist es auch. Dann geht es jetzt mit dem Schrott noch eben zum Hof. So geht das, so geht das, so geht das. Leute, Leute, Leute. Hier geht die Fahrt ab. Wollt ihr dabei sein? Ich wollte hier hinten in die Werkstatt stapeln, fährt nur allein. Eine elegante Drehung, war ein kleiner Fehler meinerseits. Die sollten ja hierher gestapelt werden. So, dann werden wir auf jeden Fall erstmal die Last entsperren. Über den Schlepper kann man jetzt guten Gewissens abmachen. Sonst müssen wir da so lange vorher echt noch was vorhängen. Ich speichere mal vorsichtshalber nicht, dass es Probleme gibt. Und der Träger zu Peterchens Mondfahrt wird. Und das ist das, was ich in meinem Part schon sagte. Das gefällt mir ganz gut bei dieser Eigenbaugalen Ballengabel, die es beim Matoaster gibt. Kann man eben auch die Sachen ganz gut bewerkstelligen. Ist mir nicht gerade viel Platz gelassen. Das hat mich erwischt. Ja, da muss echt noch ein Schlepper vor, sonst geht da allen Ernstes sein Sperren immer aus. So, und nochmal entsperren. Ups, da ich ein Dauerchen. Ist doch schon wieder gesperrt. Wie doof? Nee, soll entsperrt sein. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das habe ich mir jetzt anders vorgestellt, offen gestanden. Ja. Fails-Hehler gleich wieder anmachen. Und schieben wir sie mal eben runter hier. Dachte ich mir so. Das Problem ist, was eben immer das Schöne an dieser Ballengabel ist, wir haben da halt auch keine Zinken dran.
keine Kollision an den Zinken und deswegen ist die eigentlich mal ganz gut geplant oder gedacht gewesen dafür. Gut, dann müssen wir kurzfristig mal eben nochmal umswitchen hier. Und zwar den Kollegen. Hätte ja alles so klappen können wie geplant, ne? Jetzt müssen wir gucken, wo die Palettengabel ist. Scheiß Unordnung, das sollte eigentlich hier sein. Da, oder? Ja. Ne, das ist eine Ballengabel hier, das ist keine Palettengabel. Och, wie ich Unordnung auf dem Hof hasse. Drin. Ja. Wo haben wir die Palettengabel zuletzt benutzt? Anne für sich nirgends anders als hier. Aber was anderes als Kartoffelpaletten sind wir damit nicht gefahren. Naja, ich mache mir mal weiter auf die Suche nach meiner Palettengabel. Ich sage für diesen Part erstmal wieder schönen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin reinhauen. Tschüss.